Hallo und willkommen zu einem neuen Video von Recoverit. Im heutigen Video zeigen wir, wie man Dateien nach einem Factory Reset, also nachdem das Handy auf die Werkstellung zurückgesetzt worden ist, wiederherstellen kann. Los geht's! Vielleicht hat man schon mal ein sogenanntes Factory Reset gemacht, das heißt also das Handy auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, was dann wirklich alle Dateien löscht, außer das, was am Anfang auf dem Handy drauf war. Das heißt also im Klartext, dass natürlich auch alle Dateien, die man selber vielleicht aufgenommen hat, sprich Video- oder Audiodateien oder Bilder, dass auch diese Dateien gelöscht worden sind nach diesem Factory Reset. Und wenn man das jetzt vielleicht aus Versehen gemacht hat, dann fragt man sich natürlich, gibt es jetzt Methoden, die man versuchen kann, um diese Dateien noch zu retten, um diese Dateien wiederherzustellen? Und die Antwort ist unter Umständen ja. Bevor es gleich losgeht mit den Methoden, möchte ich eben schnell darauf hinweisen, dass man ganz einfach abonnieren kann, um weitere Videos von diesem Kanal zu sehen. Also falls du hier neu bist, bitte abonnieren. So, zuerst einmal sollte man verstehen, was eigentlich genau passiert, wenn man das Handy jetzt auf die Werkseinstellungen zurücksetzt. Wie schon erwähnt, löscht das so wirklich alles, außer das, was am Anfang auf dem Smartphone schon installiert war. Man macht das aus mehreren Gründen, zum Beispiel, wenn man das Handy verkaufen will oder wenn es Probleme mit der Software gibt. Aber wie schon gesagt, kann es natürlich auch mal vorkommen, dass man das aus Versehen macht. Und besonders, wenn man das aus Versehen macht, dann fragt man sich natürlich, ob es vielleicht Möglichkeiten gibt, dass man die Daten noch retten kann. Und die Antwort ist, wie schon gesagt, unter Umständen ja, man kann die Dateien vielleicht retten. Wenn man eine Datei löscht, zum Beispiel eine Videodatei auf dem Smartphone, dann ist die Datei nicht wirklich weg, sondern was passiert ist, der Speicherplatz, wo die Videodatei war, dieser Speicherplatz, der wird dann als frei angegeben. So, und solange noch keine neue Datei diesen alten Speicherplatz einnimmt, dann sollte die Datei noch zu retten sein. Hier sind nun ein paar Methoden, die man ausprobieren kann. Falls man ein Backup gemacht hat, das heißt also, falls man alle Daten gesichert hat, woanders gesichert hat logischerweise, dann sollte es kein Problem sein, auch nach dem Factory Reset die Dateien noch wiederzukriegen. Einige Android-Handys haben sogar ein spezielles Feature, mit dem man Dateien ganz einfach wiederherstellen kann. Hierbei kommt es aber immer auf die Marke an, weil Android-Handys sehr unterschiedlich sein können. Man kann aber einfach mal Folgendes versuchen. Erstens auf Einstellungen klicken. Zweitens jetzt auf System und Aktualisierungen klicken. Drittens auf Sichern und Wiederherstellen klicken. Es sollte dann logischerweise angestellt sein. So, wenn man das Handy jetzt auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt hat, dann kann man das Gleiche nochmal versuchen. Und jetzt auf Wiederherstellen drücken und die Dateien sollten dann so wiederhergestellt werden. Man kann auch versuchen, Dateien von seinem Google-Konto aus wiederherzustellen, wenn man ein Google-Konto hat. Und das ist jetzt Methode 2. Also Methode 2, Google-Konto. Hierzu muss man logischerweise Google Drive haben und die Dateien müssen natürlich auch dort gespeichert sein. Man kann auch automatische Backups machen. All das kann man auf Google Drive einstellen. Und ich zeige jetzt, wie man auf Google Drive die Dateien wiederherstellen kann. Um Dateien erstmal auf dem Google-Konto zu sichern, sollte man zuerst auf Einstellungen auf dem Handy klicken, dann auf Google, wie man hier sehen kann, dann auf Sichern, dann Backups auf Google Drive aktivieren, falls es nicht aktiviert ist. Nachdem man das jetzt aktiviert hat, kann man das Handy auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. So, nachdem man das dann gemacht hat und wenn man dann Google Drive wieder einschaltet und alles wieder installiert, falls es nicht installiert ist, dann sollte Google Drive das automatisch wiederherstellen. Das heißt, die Daten sollten automatisch durch Google wiederhergestellt werden. Es kann sogar sein, dass man von mehreren Backups auswählen kann, wenn man mehrere Backups gemacht hat. So, bisher habe ich Methoden gezeigt, wie man die Dateien wiederherstellen kann, wenn man ein Backup gemacht hat. Jetzt hat man aber vielleicht kein Backup gemacht und die Frage ist dann natürlich, kann ich meine Dateien auch dann wiederherstellen, wenn ich gar kein Backup gemacht habe? Und die Antwort ist wieder unter Umständen ja und weiter geht's jetzt deswegen mit der nächsten Methode. Methode 3, SD-Karte. In diesem Fall braucht man eine spezielle Software, mit der man verloren gegangene oder aus Versehen gelöschte Dateien wiederherstellen kann. Wondershare Recoverit wird hierbei empfohlen.
Diese professionelle Software kann man sich für Windows und Mac-Computer herunterladen und mit dieser Software kann man mehr als 1000 Dateiformate wiederherstellen, wie zum Beispiel MP3 oder MP4-Dateien und so weiter. Den Link, um sich die Software herunterzuladen, gibt es übrigens in der Beschreibung unter diesem Video. So, nachdem man sich jetzt die Software heruntergeladen und installiert hat, kann man die SD-Karte von dem Handy an den Computer anschließen und dann die Recover-It-Software öffnen. Man sollte dann die SD-Karte zur Auswahl haben, wie man hier gerade sehen kann, und diese muss man dann auswählen. Und dann einfach unten auf Start klicken. So, die Recover-It-Software scannt dann die SD-Karte, was unter Umständen eine Weile dauern könnte. Es kommt immer darauf an, wie viele Dateien auf der Speicherkarte drauf sind. Man kann den Vorgang auch pausieren oder stoppen, indem man hier oben die jeweiligen Knöpfe drückt. So, wenn die Software dann mit dem Scannen fertig ist, dann kann man sich die Dateien im Preview, also in der Vorschau, ansehen, bevor man sie wiederherstellt. Man kann dann unten ganz einfach auf Wiederherstellen klicken, um die Datei so wiederherzustellen. Sobald man die Datei dann wiederhergestellt hat, kann man sie an einem neuen Speicherplatz abspeichern und so einfach kann man verloren gegangene oder aus Versehen gelöschte Dateien mit Wondershare Recover-It wiederherstellen. So, ich sollte hierbei noch erwähnen, dass diese Methode natürlich nur dann funktioniert, wenn man eine SD-Karte hat mit den Dateien, die man wiederherstellen will und wenn man die SD-Karte dann auch an den Computer anschließen kann, um die Dateien so wiederherstellen zu können. Sonst funktioniert das natürlich nicht. So, weiter geht's jetzt mit Methode 4. Methode 4, Android-Datenwiederherstellungstool. Man kann die Datei unter Umständen auch mit Android selber wiederherstellen, beziehungsweise mit Apps, die man im Google Play Store finden kann. Man kann einfach mal nachschauen und wenn man was Gutes findet, kann man sich das herunterladen und so versuchen, die Dateien wiederherzustellen. Man sollte hierbei aber immer vorsichtig sein, okay, immer die Bewertungen durchlesen und auch nochmal sicher gehen, dass die App auch wirklich funktioniert. Wondershare hat auch eine Software, die speziell für Handys gemacht worden ist, und zwar heißt die Dr. Phone und diese kann man auch ausprobieren, wenn man das möchte. So kann man die Dateien also unter Umständen auf einem Android-Handy wiederherstellen. So, ich hoffe, diese Methoden haben dabei geholfen, das Problem zu lösen. Falls es noch Fragen gibt, bitte unten ganz einfach einen Kommentar schreiben. Falls du hier neu bist und das Video weitergeholfen hat, bitte ein Like dalassen und abonnieren. Und ich sage es noch einmal, den Link, um sich die Wondershare Recover-It Software herunterzuladen, den kann man in der Beschreibung unter diesem Video finden. So, und das war's für heute. Bis bald!